Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn und dem Beagle. Wir sind in einer schlechten Position. Die haben so eine seltsame Maschine zurückgeholt, die wir schon mal besiegt haben. Schauen wir mal, ob wir die geregelt kriegen. Falsch. Und hier sind ja auch noch die Kultisten da. Schwäche, Elektrik und Feuer. Ich finde ja viel schlimmer an der Tatsache, dass ich hier gegen diese heftige Maschine kämpfen muss, eher, dass die Menschen noch dabei sind. Das bringt irgendwie gar nichts. Dass niemand sich der Macht des Schattens entgegenstellen kann. Ich bin aber nicht durch den Schatten gestorben, sondern durch meine eigene Blödheit. Ey, ja, ich wollte. So, wo bin ich denn hier gelandet? Sag mir nicht, ich muss jetzt noch mal hier. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Können wir in der Tat. Oh Gott. Spiel. Spielsatz und Sieg ist nicht euers, ne? In der Tat. Nein, wie mache ich das? So. Noch ein Kopisch. Noch Und ein der hier ist Kopisch. schnell. Ist der so schnell, wie der tut? Deswegen habe ich auch noch mal Lore gekriegt. Diesmal bin ich schlau, ich gehe runter. Ich habe keinen Bock, von dem schon wieder abgeschossen zu werden. Na, immerhin konnte ich einen erledigen. Au, 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 au. Aloy, Aloy, Aloy. Okay. Die sind ziemlich entspannt, die Dudes hier. Oh, Kacke, ey. Wow. Wow. Okay, das ist nicht so gut. Es läuft gar nicht so schlecht. Also es wird ein ausdauernder Kampf werden, aber es läuft nicht so schlecht. Aua. Ich sollte halt auch aufpassen, was ich tue. Also wenn diese Maschine so schnell ist, warum kommt die nicht zu mir? Irgendwas Heftiges erwischt. Und ihr seid mich auch erwischt. Na komm. Da oben drauf. Ich hoffe eigentlich ja, dass ich die abgeschossen bekomme. Nein.
Nein, nein, nein. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Aber die hat echt gut Schaden genommen, ne? Ist okay, kann ich mitleben. Aua. Schade. Da ist noch irgendwas mit 89. Ja, 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 ist okay. Ich bin gerade mit dir damit beschäftigt, dich zu erledigen. Aber es läuft wirklich gut. Jetzt habe ich alles abgeschossen, was irgendwie relevant ist. Na gut, dann wird halt wieder Feuer eingesetzt. Kein Thema. Nein, 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 nein. Okay. Das hätte schief gehen können. Danke. Das war's. Das war's. Die Soldaten damals mussten gleichzeitig Hunderte davon bekämpfen. Mhm. Also von den Kultisten habe ich selbst jetzt nicht so viele besiegt. Das war alles die Maschine. Ich würde mir echt überlegen, ob ich so ein sowas für mich kämpfen lassen möchte, wenn es mich doch ziemlich sicher unterwegs sicher weiterhelfen. So heftig töten kann. Wie gesagt, ich habe 2 Leute von denen umgebracht. Mehr nicht. Der Rest wurde alles von der Maschine umgebracht. Wenn Menschen sich für so schlau halten. So, jetzt gehe ich mich mal hier umgucken. Ist ein bisschen schade, in Horizon Forbidden West tauchen diese Maschinen gar nicht mehr so wirklich auf. Will ich jetzt nicht spoilern? Ich kann, ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht mal, mit welcher Handlungsberechtigung die nicht mehr aufgetaucht sind. Kann ich nicht mal sagen. Also kann ich da auch eigentlich nicht spoilern. Aber in der Tat tauchen sie halt nicht mehr so richtig auf. Keine Ahnung, wovon das abhängt. Weil die hier ja so wichtig sind als Feinde, sag ich mal. Na gut, ich dachte, hier oben wäre noch was für mich. Ist aber nicht. Habe ich jetzt mir alles geholt? Nein, natürlich habe ich mir noch nicht alles geholt. Gibt es hier noch mehr Dudes? Oder waren das alle Kultisten? Wenn ja, sind die Kultisten immer noch sehr schlecht vorbereitet. Und hier gibt's nichts? Doch, da vorne. Ein Text. Abbau der Biosphäre. Na gut. Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ja danken, nach dem, was sie gesagt hat. Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ja alle danken. Ja, aber... Ich meine, mein Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das... Ups. ...lässt sich nur mit Blut bezahlen. No, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das sie schicken, wird von ihm übernommen. Der Dude. Aber das. Wir würden ihm doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Und der Dude sieht exakt gleich aus. Unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Der nicht. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front. Wie sollen wir das erklären? Gar nicht. Indem wir ihnen Hoffnung geben.
Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Oh je. Raketenbasis. Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elizabeth getan? Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkaja. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eklipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkaja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash. Verwegen? Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Und das ist ihm jetzt nicht selbst eingefallen. Was war Zero Dawn? Was für eine Superwaffe hat Elizabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Silence möchte mir jetzt erklären. Das wird eine irre Fahrt. Das wird es. Dass er nicht auf die Idee gekommen ist, das Netzwerk auszuschalten. Alles klar. Oh Gott, ich dachte schon, ich habe jetzt verkackt, irgendwas zu drücken. Das würde ich nochmal machen, wenn es nicht so schwer wäre, da hochzukommen. Ja, Aloy. Okay. Oh, da hinten. Da hinten. Okay. Okay. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir jetzt erst wieder den Langhals machen. Ich habe hier in der Nähe aber auch einfach kein anständiges... Das ist ja auch noch da. Könnten wir auch noch machen. Was ist das? Kollateralschaden. Die Grauhaarbichte erledigen, aber ohne mich. Okay, wir werden den Langhals jetzt noch machen. Weil das bei mir auch mal so gut klappt, wenn ich mir den Langhals in 5 Minuten vornehme. Der Langhals lacht schon mal los, obwohl er eigentlich nur ein Wesen ist, das die ganze Zeit im Kreis latscht.
und nichts zu tun hat. Aber es lacht trotzdem. Weil es weiß, in 5 Minuten wird das nichts. Allein schon wegen den Ladezeiten. Die Ladezeiten sind schon trotz Optimierung echt heftig. Das heißt, ich bin deswegen auch immer so ein bisschen verwirrt. Ich merke bei der PlayStation 5 einfach so gut wie keine Ladezeiten. Und die paar Ladezeiten, die ich habe, wenn ich PlayStation 5 optimierte Spiele spiele, die sind einfach nicht nennenswert. Und dann anzukommen, zu sagen, ich bin von den Ladezeiten enttäuscht, ich habe erwartet, da wären gar keine Ladezeiten mehr. Really? Haters gonna hate und so? Heilung? Heilendes Winkelkraut. Was war's? Winkelgold? Winkelkraut oder Winkelgold? Ich hab's nicht gelesen. Ein Wildschwein hier! Und ciao! Wildglut. Es war weder noch. Das hält sich eine Weile. Das hält sich eine Weile. Ich muss jetzt mal ein paar Wildschweine töten. Hallo? Na? Ihr da? Falsche Richtung, ich will da gar nicht hin. Damit ich halt mehr Wildschweine als Füchse getötet habe. Das kriege ich irgendwie gerade nicht. Man merkt das auch nicht. Die laufen hier überall rum, die Füchsis. Ein Lagerfeuer entdeckt, sehr gut. Und jetzt das nächste, und zwar hier unten. In diese Richtung. Es sind nur 400 und noch was Schritte. Ist also gar nicht mal so. Feuerbrennwurzkacke, Mann. Ich werde auch ganz formell die Brücke benutzen. Seht ihr allein schon, weil ich den Weg nicht schaffen werde, wird es in 5 Minuten nichts. Das heißt, wir gehen aber auf jeden Fall Richtung Langhals. Na gut. Wenn Aloy sagt, hier lang zum Lagerfeuer, gehe ich hier lang zum Lagerfeuer. Ich weiß ja nicht. Ach so. Ach so. Vorsicht da unten. Vorsicht da unten. Die kleine Aloy kommt angeflogen. Zwischen Fliegen und Fallen ist manchmal ein schmaler Grat. Das Anwesen. Ach, hier bin ich. Ach, hier bin ich. Hier war ja richtig Halligalli. Nein, du darfst am Leben bleiben. Ich habe schon zu viele eurer Art getötet. Ey, Leute, ich wollte doch die Heilpflanze. Ich will doch nur die Heilpflanze. Ich bin zwar... Eigentlich müsste das... Ich sehe das Lagerfeuer und es ist noch nicht aktiviert. Interessant. Na gut. Nee, falsch. Ich muss in diese Richtung. Hi, na? Lass mich leben. Nein, nein, Hilfe, bitte. Hilfe, ich hab nicht genug Kraft. Hast du nicht genug Kraft? Das ist nicht schlimm. Also. Was ist denn dein Problem? Ach so, du gehörst zu meinen Leuten, die ich also beschütze, ja? Sieht schlecht aus. Wo sah das denn jetzt schlecht für mich aus, du blödes Schnepfer? Können wir uns kurz unterhalten? Ja, wenn du von deinem Baum da runterkommst, sehr gerne. Wenn du von deinem Baum runterkommst, sehr gerne. Dürfte ich kurz deine Zeit beanspruchen? Komm doch da runter!
Dankeschön. Du wolltest mit mir reden. Auch ein fast bugfreies Spiel hat manchmal einen Bug. Will er jetzt doch nicht mehr mit mir reden? Jetzt will er doch nicht mehr mit mir reden. Hallo. What the hell? Na, von mir aus. Ein Maschinenareal. Für mich. Doch, ich bin nur, ich bin an ungefähr 20 vorbeigerannt. Noch ein Signal? Noch ein Signal. So, wenn ich genau darauf zu, da ist der Langhals, aber... Das Signal muss ganz nah sein. Das ist es in der Tat. Oh, was ist das denn? Ich möchte aber zum Lagerfeuer. Ich muss zum Kopf des Langhalses hochklettern. Ja, ja, Aloy, ja, ja. Und... Bup! Bup! Nein! Was? Warum bist du denn hier am... Willst du mir meinen Feierabend kaputt machen? Ist es das, du dämliche Maschine? Ja, offensichtlich will sie mir mein Feierabend kaputt machen. Ja, danke. Ein von drei Sägezähnen ist okay. Finde ich auch okay. So schwer sind die gar nicht zu besiegen. Okay, ihr Lieben. Hier mache ich jetzt einen Cut rein. Ich gehe mal ins Menü, damit ich meine Ruhe habe. Nächstes Mal machen wir den Langbein. Ne, Langhals, Entschuldigung, den Langhals. Und dann schauen wir uns vielleicht diese Brutstätte an, weil viele Brutstätten haben wir ja auch nicht mehr. Noch die da oben und die da hinten. Und vielleicht erwischen wir noch zwei andere Sägezähne. Und können dann... Jäger für die Loge noch machen. Oh, ich habe noch Fähigkeitspunkte. Will ich hier irgendwas Spezielles machen für meine Fähigkeitspunkte? Na? Gar nicht so schlecht jetzt, wo ich mittlerweile okay, was habe ich denn hier? Okay, nee. Ich glaube, da arbeite ich drauf hin. Ja, ihr Lieben, dann fehlt uns noch ein Punkt. Hinterlasst mir einen Kommentar. Es wurde nicht besser, was wir gehört haben. Natürlich wussten die oberen Tiere, dass sie die Menschen opfern. Ist halt, das waren die Menschen, die halt diese Entscheidung getroffen haben. Und man kann nur froh und dankbar sein, wenn man dann jemanden hat, der wirklich weiß, dass es jetzt nicht darauf ankommt, was gewisse Leute denken, sondern dass das getan wird, was getan werden muss. Auch das ist ja nicht gegeben, wenn man sich zum Teil unsere Regierung im Moment anguckt.
Zumindest hat man das Gefühl, dass es so ist. Es muss ja vielleicht übersehen, sieht der allgemeine Bürger auch nur das Große und Ganze. Wie ja auch hier in dem Spiel im Grunde. Die ganzen Zivilisten haben sicherlich auch das Große und Ganze nicht richtig gesehen. Okay, habt einen wunderschönen guten Tag. Haut rein!